Gegen 6.20 Uhr in der Früh stürzt das dritte und vierte Stockwerk des Gebäudes in der Gemeinde Torre Annunziata in Neapel ein. Mit den bloßen Händen suchen die Helfer nach Überlebenden. Die Bergungsarbeiten gestalten sich äußerst schwierig. Jeden Moment kann der restliche Teil des Hauses in sich zusammenbrechen. Zwei Familien werden vermisst. Der Grund des Einsturzes ist noch unklar. Möglicherweise spielt aber eine nahegelegene Bahntrasse eine Rolle. Anwohner berichten von einem Zug, der kurz vorm Zusammenbruch des Gebäudes dort entlang fährt und das Gebäude zum Vibrieren bringt.